Oft sind es die kleinen Dinge, die einem den Alltag so richtig versauen können. Jedes Mal, wenn es darum ging, die Ecken eines Lederstückes abzurunden, habe ich bislang entweder ein Plastiklineal oder Münzen als Schablone benutzt. Nervig. In Plastiklineale schneidet man gerne hinein und muss sie deshalb regelmäßig neu kaufen. Und die Münze mit dem richtigen Durchmesser ist auch nie zur Hand, wenn man sie braucht. So dauert bei einem Arbeitsschritt, der eigentlich in 2 Minuten erledigt wäre, allein das Suchen ewig. Eine andere Lösung musste her. Ich hatte mir vor circa 1,5 Jahren einen Satz Zeichenlineale aus Edelstahl zugelegt. Und diese sind seitdem ständig auf meiner Werkbank und aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es lag also nahe, wieder dort zu schauen, wo ich schon einmal gute Erfahrungen gemacht hatte. Things and Joys heißt der Etsy-Shop, der mir schon einmal perfekte Ware geliefert hat. Also kurz gesucht, gefunden und bestellt. Und so kam das Ganze dann bei mir an, sicher in einem Luftpolsterumschlag verpackt. Zusätzlich noch in mehrere Lagen Folie eingewickelt, besser und sicherer geht's nicht. Tja, und was soll ich sagen, wirklich keine Ahnung, warum ich so lange gewartet habe. Die gelieferten Lineale sind absolut perfekt, massiv und sauber gearbeitet, ohne scharfe Kanten und liebevoll verpackt. Das unterliegende Holzbrettchen dient nicht nur dem Transportschutz, es bietet auch den perfekten Platz, um sie später am Arbeitsplatz zu lagern. Aber seht selber. Toll, oder? Ich habe mir 2 Schablonen für Außenecken und zusätzlich ein winkliges Lineal gekauft. Die beiden Schablonen decken so zusammen die Radien im Bereich von 6 bis 40 mm ab. Vorbei sind also die Zeiten, wo die passende Münze gesucht werden musste. Ein weiterer Vorteil für alle, die gerne Riemen fertigen, ist das Loch im Zentrum jeder Rundung. Mithilfe dieses Loches kann auf einfachste Weise die perfekte Position für einen Druckknopf markiert werden. Und der Mittelpunkt eines Kreises ist nun mal der ästhetischste und sinnvollste Platz für so einen Knopf. Versucht das mal mit einer Münze. Und mit einem Lineal ist das Anzeichen nur ungenaue Fummelei. Eine der Schablonen hat obendrein noch ein paar Winkel eingraviert. So kann man schnell die wichtigen Winkel wie 10, 30, 45 oder 75 Grad anzeichnen. Nettes kleines Feature. Die Beschriftungen sind nicht aufgedruckt. Nein, es sind extrem saubere und präzise Gravuren. Man muss also keine Angst haben, dass sie beim Reinigen mal im Tuch bleiben. Das dritte Lineal ist ein Winkel mit den Schenkelmaßen 9x9 cm. Dieses Lineal hat die ideale Größe, um saubere 90 Grad Winkel schnell zu übertragen. Es ist mit 9 cm handlich genug, um nicht sperrig zu wirken, jedoch auch groß genug, um genügend Länge zu bieten, um es sauber an eine gerade Lederkante anlegen zu können. Anlegen, ausrichten, anzeichnen und abschneiden. Fertig. Praktisch, oder? Die Zahlen sind bei diesem Winkel nicht nur aufgraviert, nö, hier sind sie sogar komplett ausgeschnitten. Ein klasse Detail. Alle Lineale haben eines gemeinsam. Sie sind extrem stabil gefertigt. Während andere handelsübliche Edelstahllineale eher dünn, weich und biegsam sind, bekommt man hier massiven Edelstahl geliefert. 1,5 mm Stärke werde ich so schnell nicht verbiegen. Und weil die Lineale so dick gefertigt sind, kann man ohne Bedenken mit einem Messer sicher an ihnen entlang schneiden. Wie gesagt, warum ich so lange mit blöden Hilfsmitteln herumgefuscht habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, diese Anschaffung hat sich gelohnt und es wird bestimmt nicht der letzte Kauf bei Things and Joys sein. Müsste ich Punkte vergeben, dann wären es glatte 10 von 10 Punkten. Mehr zum Thema Leder findet ihr auf meinem Blog oder auf meinem YouTube-Kanal. Sollte euch das Video gefallen haben, dann unterstützt mich mit einem Daumen hoch und abonniert. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst.